Hallo, hier ist Jan und willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Und beim letzten Mal wurden wir von Mullen in diesen Fahrstuhl geworfen. Mullen hat überlebt diesen Sturz, interessant auf jeden Fall, denn ja, wir haben mitbekommen, dass Ball hier runtergekommen ist, sich Fina geschnappt hat, weil er, genauso wie wir herausgefunden hat, dass sie tatsächlich eine Ikarierin ist. Eine Ikarierin ist. Ausführlich, bitte sprechen so. Und dadurch, dass er jetzt auf der Grandeur mit ihr weg will, sind wir natürlich auf und dran hinterher zu dashen und hier unten durchzukrabbeln, genau, um ihn eventuell noch abzufangen, nach Möglichkeit, um unsere nette, tolle, treue Abenteurerin Fina zu retten. Aber wie hoch ist die Chance? Ah gut, der steht sogar noch da. Perfekt. Er hat mich so ein bisschen an das Luftschiff aus Final Fantasy 10, auch wenn es halt doch völlig anders designt ist, aber ja. Sehr schön, ist noch nicht abgehoben, ne? Jetzt benutzen wir erstmal unsere Fernglasaugen. Der hat doch immer so ein Fernglas auf der Mütze, oder? Eigentlich müsste ihm das doch jetzt zugutekommen. Na, die scheint ausgenockt zu sein. Wie nett. Sammelt er die Ikarier ein. Aber wenn er das so offen sagt, heißt das, dass hier jeder in der Armee das gewusst hat? Ich weiß nämlich nicht, ob die drei Hässlichen das wussten. Es ist ihm auch völlig egal, ne? Ihm ist egal, dass er die Hälfte seines Trupps verloren hat. Ja, Hauptsache, er kriegt die Ikarien, die ihm wahrscheinlich doch um einiges mehr wert ist. Was? Du möchtest Gaia? Du möchtest Fina Gaia als Geschenk opfern? Das klingt ja nicht so. Er hat echt gar keinen Bock, ihm da zu gehorchen, aber eine Wahl hat er dabei wohl auch nicht, ne? Wahrscheinlich ist Ball. Ich schätze mal, er kann sich ihm nicht widersetzen, weil ich denke mal, Ball wird ihn, sollte es zu einer Auseinandersetzung kommen, wahrscheinlich nicht das Wasser reichen können. Wobei Mullen ja doch ziemlich stark war. Er konnte Gatwin und Justin mit einem Hit ausnocken, aber wenn er die beiden schon ausnocken kann, wie viel kann Ball dann anrichten, ne? Weil wir haben ihn nie kämpfen sehen. Vielleicht ist er auch nur so ein großer Macker. Das kommt ja auch öfter mal vor. Aber gut, genug in Gedanken verschollen. Wir haben jetzt ein Problem. Justin, spring rüber. Komm schon. Na, das wird nichts. Das ist scheiße. Wir haben keine Jinnu-Jun, wir haben keinen fliegenden Pegasus. Wir sind jetzt ein bisschen geleimt, ne? Wir haben gar nichts. Gäbe es nur eine Möglichkeit, den zu folgen, ne? Aber ja. Das wüsste ich auch gern. Hey, ihr beide habt auch überlebt. Und was ist das denn? Nein, ich... Aha. Okay, passt. Nice auf jeden Fall. Warum denn nicht? Ein fliegender Manta. Ich dachte, sowas gäbe es nur irgendwie in Super Mario oder so. Oder in Pokémon, glaube ich, konnte der auch fliegen, mehr oder weniger. Aber hey. Und sie ist wieder wach. Ja. Die Griechen? Wo kommen auf einmal die Griechen her? Das wirkt irgendwie total aus der Luft geholt. Es gab nie irgendwelche Länder und auf einmal die Griechen. Ich glaube, das ist irgendwie falsch übersetzt. Sie sollten tatsächlich Zwillingsschwestern darstellen. Das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, aber hey. Ich bin nur eine Person. Ist es das? Meinst du? Ja, sie hat Vertrauen in mich. Oh. Na, Pfoten weg von meinem Mädel. Das haben wir schon gesagt bei dem Ojub-Typen, ne? Mensch, das ging ja schneller als erwartet. Ich meine, das Flugschiff war schon außer Reichweite. Wobei, das Flugschiff sieht eigentlich mehr wie aus Final Fantasy 8 aus, dieses Raumschiff, ne? Wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich eher Final Fantasy 8. Jedes Beste, ne?
wären wir fast im Weltraum gestorben. Und was ist, wir finden ein Raumschiff direkt 2 Meter von uns entfernt, ne? Aber gut, ist wieder ein anderes Spiel. Ich hebe sie auf. Irgendwie scheint hier und da in dieser Szene gerade einiges fehlübersetzt zu sein, weil irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, verstehe ich den Text teilweise nicht, was die mir denn damit sagen wollen, aber hey. Also auf jeden Fall ein riesiges Teil, ne? Da wird sogar so ein Flugschiff von Super Mario Bros. 3 neidig, glaube ich. Ist nett designt auf jeden Fall. Aber ja. Und sie sterben. Natürlich nicht, aber der Manta scheint weg zu sein, ne? Tut mir ein bisschen leid, dass sie ihn abgeknallt haben, aber hat uns auf jeden Fall geholfen, ne? Komm schon, nicht liegen bleiben, Leute. Sehr schön. Wir feiern hoch auf Guido, ne? Ohne ihn wären wir hier wohl nie gelandet. Vertraust du ihm immer noch nicht, Tommy? Na, das kann ich dir nicht sagen. Komm schon, Rap, ey. Ja, kannst du später verramschen. Lass uns erstmal Fina finden, ja? Nur ein bisschen verramschen, bis wir Fina finden. Verstanden. Ragazzi. Alles klar, aber bloß nicht splitten, bloß nicht splitten. Und wieder schöne Epic Mucke, ne? Ich liebe dieses Theme, es ist so nice. Ich glaube, das hatten wir aber vorher schon mal, ne? Das hatten wir doch bei... Moment, gut, das ist genau dasselbe Item, das wollte ich nur wissen. Aber das ist doch das Theme, was gespielt hatte, wo wir herausgefunden hatten, dass Linicaria war? Oder das war das Theme, wo Dorf Luke angegriffen wurde, ne? Das glaube ich eher. Das wahrscheinlich eher, aber gut, hier scheint nichts draußen rumzuliegen. Gut, dann gehen wir hinein. Ja, das müsste das Theme gewesen sein, wo Dorf Luke angegriffen wurde und auch das Dorf von Rap angegriffen wurde, glaube ich. Ist auf jeden Fall die Mucke, die für diese Leute immer spielt. Und ansonsten, lasst mich mal kurz erstmal in Ruhe durchgucken, was Rap eigentlich im Moment leveln muss. Die Rap-Skills hier. Bisschen Feuer wäre nicht schlecht, aber das ist mehr was für Bosskämpfe, wenn ich nicht physisch angreife. Wind ist ganz, ganz schlecht, da müssen wir auf jeden Fall nachziehen. Und Erde auch, aber Erde sollte sich mit der neuen Ability ein bisschen besser leveln. Das heißt, damit kann ich Erde und Feuer, aber ansonsten werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal das eine Messerlevel und Wind mich wahrscheinlich drum kümmern. Okay, dann hätten wir das geklärt. Hier sind nämlich massenweise Gegner, aber das Ding ist jetzt, dass ich eigentlich nicht noch 2 Parts machen wollte. Also ich wollte eigentlich nach diesem Part die Session erstmal beenden und aus diesem Grunde werde ich hier nicht alles bekämpfen. Weil ihr seht schon, hier sind massenweise Gegner. Und die werde ich wahrscheinlich... Vielleicht kriege ich das so hin, dass bevor ich die nächste Session starte, mich wirklich hinsetze und diese ganzen Typen offscreen kille, weil das wäre wirklich massiv gute Erfahrung, die ich auf jeden Fall gebrauchen kann. Ich denke mal, so werde ich das machen. Das sind auf jeden Fall neue hier Kämpfer. Sehen wieder wie Normalos aus, aber sind natürlich wieder stärker, ne? Hatten wahrscheinlich keine Lust mehr, denen eine neue Farbe zu geben. Die haben wieder die Standardfarbe. Neue Farbe der Schwerter vielleicht. Aber... Ich wollte nur sagen, dass ich die Viecher auf jeden Fall... Viecher, ich sag immer Viecher, weil es halt, ja, Gegner sind, ne? Aber ich werde sie auf jeden Fall alle killen. Aber dann wahrscheinlich offscreen oder onscreen, ich weiß es noch nicht. Kommt halt drauf an, wann ich mich fürs Aufnehmen bereit mache. Wird eigentlich nur so sein, wenn ich dran denke und quasi eine gute halbe Stunde oder so mich vorher bereit mache, um das alles hier zu killen, dann okay. Wenn ich es aber vergesse, dann müssen wir das onscreen machen. Das einzige Problem dabei ist eigentlich nur, dass ich dann eine Menge zu schneiden habe. Und mir persönlich wäre es lieber, alles zu clearen. Das Problem ist nur, selbst wenn ich alles cleare, wenn ich dann Speicher und ausmache, müssten die alle wieder da sein. Ansonsten würde ich das nämlich jetzt machen. Ja, deswegen werde ich 1, 2 Kämpfe dann wahrscheinlich doppelt haben, aber kommt halt vor. Muss ich mitleben. Aber deswegen will ich auch so ein bisschen durchdashen, nur um zu sehen, ob ich vielleicht die Items schon holen kann. Wäre mir eigentlich recht gewesen. Aber gut. Aber gut. Aber noch mehr Gedankenspiele, die ich euch beischlassen kann. Ich bin ja jetzt direkt immer noch am Aufnehmen. Ich konnte ja schlecht einen Schnitt machen in der letzten Folge. Aber ich bin gespannt, wie ihr die ganze Sache aufnehmt. Was ihr jetzt von der Situation haltet zwischen den Gali-Truppen und uns. Weil ich meine, es hat sich ja jetzt extremst... Ja, hochgepowert, ne, in letzter Zeit. Weil ich meine, vorher, wir haben uns zwar immer wieder mal getroffen, aber bis auf die Tatsache, dass vielleicht nur ein ganz kleines bisschen... handgreiflich wurde und wir auch einmal gefangen genommen wurden.
Aber wirklich, was passiert ist eigentlich nie. Schwertanz, wir sind hier nicht bei Pokémon. Aber mit der jetzigen Situation, ja, dass sie Fina entführt haben, das ist natürlich was anderes, ne? Und ich finde es auch schön, dass hier keiner lange fackelt, sondern wir trotzdem gemeinsam einfach losziehen, um ihr zu helfen, ne? Ich meine, wenn wir die Zeit gehabt hätten, wäre ich auch gerne zurück nach Lane gegangen und hätte noch schnell Milda geholt, aber das wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, ne? Es hätte ein bisschen zu lange gedauert. Und warum nicht ein bisschen Videozeit noch füllen? Können wir auch ein Getzap abfeuern. Warum denn nicht? Ja, aber weil es ist jetzt... Eigentlich könnte ich noch ein Part aufnehmen, aber nicht, wenn das jetzt der dritte wäre, weil ich weiß, dass das nicht der letzte wäre. Ich müsste danach wahrscheinlich noch einen machen, um... Ja, ich schätze mal, ich werde 2, 3 Parts für das ganze Gebiet hier brauchen. Und das... So lange will ich hier nicht mehr sitzen. Darum geht's eigentlich nur. Aber gut. 1051 für Getzap. Na, Getzap, keine Frage, ist der stärkste Donner-Single-Target-Angriff. Aber Explosion gibt's, glaube ich, gar kein Stufe 3. Ich glaube, Meteorhage ist der einzige. Könnte mich irren, ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Aber offensichtlich ist halt, dass Justin und Fina keinen haben. Es könnte sein, dass Sue eventuell einen lernt, weil das weiß ich wirklich nicht. Oder, naja, ich glaube nicht, dass Rap eine Stufe... Also er lernt auf jeden Fall Stufe... Oh, lass mich in Ruhe. Ach gut, da ist nochmal ein Goldsack, aber eigentlich wollte ich nur wieder zurück. Aber ich weiß, dass Rap Stufe 3 Explosionsmagie lernt, aber das ist halt nur, glaube ich, Bumpau oder sowas oder Babum. Aber gut, ich mache hier definitiv den Schnitt und weiter geht's dann beim nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.